das wird sich sozusagen mehr und mehr zeigen. Wir sind in einem sehr, sehr frühen Stadion. Das heißt, die erste Idee und auch noch wahrscheinlich sogar die wichtigste meiner Ansicht nach ist die Neuerfindung von unserem Banken- und Geldsystem. Es ist auch daraus entstanden, dass 2009 nach der Finanzkrise Satoshi oder die Organisation, die das, den ersten Code geschrieben hat, gesagt hat, okay, wir haben ein Bankensystem, das so nicht funktioniert oder nicht für die Allgemeinheit gut ist, und deswegen haben sie sozusagen Bitcoin damals erfunden. Und ich kann damit einfach Transaktionen von einer Person an die nächste schicken, ohne dass ich jemandem dazwischen vertrauen muss. Also ich muss dem System vertrauen, dass es sozusagen funktional und aufrecht ist, aber ich muss keiner einzelnen Person vertrauen, dass meine Transaktion auch wirklich geklärt wird, durchgeht und die Person erreicht, die ich erreichen will mit meinem Geld. Du musst theoretisch 51% der Miner vertrauen, aber die haben einen millionenschweren Apparat aufgebaut, um sich sozusagen nicht gegen das System aufzulehnen. Weil im Fall, dass ein Miner sozusagen gegen das System geht, das kann jeder sehen, also wenn er einen Block produziert, der nicht valider ist, verliert er den sehr teuren, durch Energie erworbenen, die neuen Bitcoin, die er kriegen wird. Das heißt, er hat ein großes Verlangen danach, nicht gegen die Regeln zu verstoßen, weil es ihm sonst 100.000 Euro oder mehr kostet pro Versuch.